Hallo und willkommen. Ja, es geht weiter mit unserer Castaway Challenge. Es gibt eine neue Regel und lang, lang, lang hat es gedauert, bis die jetzt kam. Aber die liebe Elfe vom Meer hat sich überwunden und hat sich rangesetzt und hat sich noch was ausgedacht. Ja. Und das heißt, wir müssen jetzt, wir haben jetzt wieder eine Woche Zeit und wir müssen jetzt in den Dschungel gehen. Ja. Das, sie hat auch gesagt in ihrem letzten Video, dass dies auch die letzte Regel sein wird. Ich werde euch natürlich wieder die Challenge, wo die liebe Elfe vom Meer das auf ihrem Kanal gemacht hat, verlinken in der Videobeschreibung, falls ihr dann auch Lust habt, das zu machen. Und da findet ihr dann auch bei ihr auf dem Kanal natürlich die Regeln zu dieser letzten Woche. Ja, das heißt, wir müssen nach Selva Dorada reisen und dafür würde ich doch die liebe Enya mal dazu umziehen. Und das machen wir jetzt. Das heißt, wir lassen das jetzt gerade mal hier auf Pause und gehen einfach mal in den Cars, um sie umzuziehen. Es wird Zeit, dass sie ein Umstyling bekommt. Die hat es ja schon ziemlich lang an. Ja, wir beginnen mal mit ihrem Alltagsoutfit und mal schauen, dass wir sie einfach ein bisschen mehr dschungelmäßig einkleiden, würde ich doch jetzt einfach mal sagen. Ja, einmal umgestylt für den Dschungel und zwar haben wir hier das Alltagsoutfit. Dann habe ich ihr das noch, wenn sie schick weggeht. Das andere habe ich ihr auch noch gelassen. So hat sie die Auswahl. Sport habe ich auch gelassen. Schlafi habe ich auch gelassen. Hier, wenn sie ausgeht, habe ich sie noch mal umgestylt. Ah, die Sachen habe ich auch gelassen. Heißes Wetter habe ich ihr jetzt auch mal ein bisschen was anderes angezogen. Und ja, kaltes Wetter habe ich ihr auch mal das angezogen. Und ihr Strickzeug habe ich ihr auch noch angelassen. So, jetzt aber schnell wieder zurück ins Spiel. Und dann würde ich sagen, warten wir mal. Sie macht jetzt erstmal noch hier ihren Garten. Ja. Auf alle Fälle, damit wir dann gutem Gewissen in den Dschungel reisen können. Ja. Bin ich sie noch okay? Dann schauen wir noch mal innen drin im Haus, ob da auch alles noch okay ist. Okay, da sieht es noch gut aus. Bild hat sie noch gemalt, ein PC hat sie. Was hat sie denn eigentlich noch im Inventar? Kokosnuss, das ist vielleicht ganz gut. Ich würde vielleicht. Ah, da liegt auch noch eine Kokosnuss. Kokosnuss. Wir haben Kondome, Tampons und Babypille. Okay, alles klar, dann. Passt es ja. Babystrampler haben wir noch, Babyspielzeug. Ich würde sagen, das lassen wir mal auch alles da. Das platziere ich einfach mal hier hin. Ja, das nehmen wir mal mit. Strickzeug nehmen wir mal auch mit. Ja, das finde ich doch gut so. Okay, was ist mit dir, Süße? Was? Übelkeit. Warum? Ach so, weil du, hast du deine Tage oder was? Das kann ja dann auch passieren, ne? Okay, alles gut. Wieso hast du da schon wieder Bienchen? Enya, wo bist du? Oh, und schon wird sie von den Bienchen angefallen. Oh, das tut mir ja so leid. Hast du jetzt alle gegossen? Müssen wir noch was gießen? Nein, okay. Hier noch? Gut. Dann würde ich sagen, auf in den Dschungel. Enya, nein. Wir werden jetzt hier Urlaub nehmen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen aber alleine in den Urlaub.
Hat sie noch ihren? Ja, Ingo. Nee, 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 nee. Wir gehen alleine in den Urlaub. Ja, ich denke, es ist besser, wenn ich mich nur um einen kümmere. Ja. So, ja. Also ich habe diese Welt noch gar nicht umgestaltet. Das ist einfach so. Und ich würde sagen, wir gehen mal 3 Tage. Dann können wir auch den Dschungel ein bisschen erforschen. Und ja, und 216 Simoleons pro Tag, das ist okay. Das ist gut und es hat ein Bett. Da gehen wir jetzt mal hin und ja, schauen uns mal den Dschungel an. Voilà. Wir sind hier und okay, es ist nicht weltbewegend hier, aber ich glaube, ich kann das auch gar nicht umändern. Ich probiere es mal kurz. Oh ja, es hat funktioniert und deswegen gehen wir doch gleich mal hier rein. Also wir haben hier ein kleines schickes Wohnzimmer, wir haben was zum Kochen, es hat sogar eine Katzenkiste drin. Wir haben ein Bad, okay, da steht jetzt eine Badewanne. Brauchen wir auch nicht. Ist okay. Kann man lassen. Mit einer Badewanne. Ich glaube, da mache ich aber noch eine Dusche kurz hin. Ich bin nicht so der Badetyp, ganz ehrlich. Ich mag das auch nicht, wenn die immer baden gehen. So, jetzt habe ich noch eine Dusche mit drin platziert. Jetzt haben wir eine Badewanne, eine Dusche, Toilette und ja, alles da. Also, nochmal, Wohnzimmer hier, klein aber fein, ein Esstisch und 2 Betten. Brauchen wir nicht, ein Bett reicht ihr. Aber so ist das jetzt und ja. Jetzt spielt sie Gitarre. Ja, und sie hat einen Pool hier. Sehr schön, sehr schön. Also da kann sie doch einiges tun. Wir werden aber jetzt gleich mal hier den Dschungel abklappern. Mal gucken, was es hier gibt. Oh, guck mal, ernte doch mal die Kochbananen. Das ist schon mal ganz gut. Hier kann man auch laufen. Oh, hier steht ein Haus. Sehr schön. Ja, wir müssen jetzt einfach mal gucken, was es hier hat. Schwarze Bohnen ernten. Das machen wir doch. Wo kommen wir denn hier hin? Also hier kann man doch schon. Das ist ein neues Grundstück, okay. Aber wir können hier mal alles gucken. Oh, guck mal. Ausgraben. Das fängt ja schon gut an. Perfekt, perfekt. Wir müssen, glaube ich, irgendeine Beere der Emotionen oder so finden. Und, oh ja. Komm, das schaffst du mit dem Ausgraben. Ich glaube an dich. Ja, was hat's hier? Hier hat es Schmetterlinge, aber die können wir gar nicht fangen. Nein, die können wir nicht fangen. Ich glaube, die Insekten kann man wirklich nur in Dings fangen, ne? In Granite Falls. Ja. Ich klappe mal jetzt hier alles ab, weil das ist schon ewig her. Oh, Avocado. Das ist ja praktisch. Avocado nehmen wir mal auch mit. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Achso, das ist schon ewig her, dass ich hier mal gewesen bin im Dschungel. Ich habe das, glaube ich, wirklich ewig nicht mehr gespielt. Ja. Du sollst das dann auch ausgraben. Ja. Oh, hier geht es nicht weiter. Na, sowas aber auch. Hier geht es einfach nicht weiter. Ja, Archäologie. Ich glaube, da sind wir runterkommen, oder? Ja, da sind wir runtergekommen. Okay. Okay. Dann geht es da weiter. Oh, was hat es denn hier? Können wir hier auch was ernten? Können wir nur Ableger nehmen? Oh, schade. Jetzt habe ich gedacht, da könnte man vielleicht auch mal was. Da kann man nur entwurzeln. Okay, da können wir noch nichts. Jetzt hier noch was. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich glaube, hier kommen wir nicht weit. Ah, da kommen wir zum Markt. Nein, das ist doch auch prima. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen dann danach mal hier hin. Ja, habe ich jetzt Kochbanane ernten angeklickt? Ja. Ah, die laufen hier alle rum. Okay. Wir werden dann danach dann mal. Können wir nicht? Okay. Dann gehen wir mal zu Enya und gucken, was die macht hier. So.
Sie gräbt schön aus. Na, da bin ich mal gespannt. Da bin ich echt gespannt, was sie finden wird. Also, wir haben die schwarze Bohnen und wir haben Kochbanane. Ja, sie hat eine Machete. Das jetzt gekriegt und sie hat so einen komischen Klumpen. Wunderbar, wunderbar. Halt, nimm uns mit. Nimm uns bitte mit. Ja, wir wollen dabei sein. Jetzt noch Foto machen. Ja, das ist sehr wichtig. Muss ja festhalten. So hat es vorher ausgesehen und so sieht es dann hinterher aus. Finde ich eine gute Idee. Oh, diese Viecher, hm? Nochmal Foto machen, okay. Ah, sie schreibt auch ab und zu mal was auf, ne? Das finde ich natürlich auch nicht schlecht. Okay, was hat sie gefunden? Enya, du sollst uns doch mitnehmen. Guck mal gleich mal nach, was sie gefunden hat. Oh, okay. Mal gucken, was wir da dann noch alles so zusammenkriegen. So. Ah, noch mehr. Okay, Notizen wieder machen und noch weiter ausgraben. Sehr schön, sehr schön. Ja, da werden wir bestimmt einiges bekommen. Was war das jetzt? Oh, noch was. Das müssen wir irgendwann auch alles freilegen, ne? Genau, da sollst du was ausgraben. Und dann gehen wir jetzt noch das ernten. Ich glaube, die Kochbanane war das, ne? Sieht echt ulkig aus, wenn man das so schnell laufen lässt. Okay, dann schauen wir doch mal hier hinten, was es hier noch gibt. Hier sollst du dann noch graben. Dann laufen wir einmal hier ringsrum. Genau, benutzt mal dann die Toilette. Kann ja nicht schaden. Haben wir hier schon? Ich weiß es nicht. Sind wir dann einmal um den Kreis gelaufen? Ja, sieht so aus. Sieht so aus. Okay. Was hat es denn hier? Ah ja. Oha. Ina ist auch da. Macht die auch Urlaub. Wir kaufen dann. Oh, hier. Handeln. Wer bist denn du? Lucien. Beneful. Okay. Gut, gut. Also sie ist schon ganz schön genommen. Anne ist auch da. Und du bist Sherry. Okay. Eine Postbotin. Kauft uns nettes Zeug weg, ne? So, Enya, kommst du dann? Wir wollen handeln. Nein, Sabrina, wir haben jetzt keine Zeit. Okay. Dann kaufen wir halt die Machete und dann kaufen wir mal so ein Fertigdings und dann kaufen wir mal. Also können wir das jetzt nicht kaufen. Die kaufen wir auch noch. Inventar anzeigen. Hat nichts im Inventar. Das wollen wir kaufen. Und dann kaufen wir das nochmal. Und dann kaufen wir das nochmal. Ja. Ja, das wird man gebrauchen können, wenn wir dort sind. Dann hat man was zum Essen. Aber arg viel hat er ja nicht. Oh, was hat es denn da extra hier? Das können wir dann gleich verkaufen. Kriegen wir die 40, einmal 40 wenigstens wieder rein. Sehr schön. Okay. Enya? Ah, du siehst dir die Statue an. Sehr schön. Okay. Du hast Hunger. Willst du mal hier probieren? Essen bestellen. Oh Gott, was gab's denn? Komm, wir probieren mal das hier. Das wird schon gehen. Ich glaube,
Verkauft er jetzt noch was oder verkauft er jetzt nichts? Oh, sehr schön. Können wir jetzt noch mal handeln? Nö. Na, dann müssen wir das so zunehmen. Hat er jetzt noch? Immer noch nichts im Inventar. Gibt's doch nicht. Da hat's auch nichts drin. Ja, hast du jetzt eins genommen? Super. Ja, wir brauchen ja schon ein paar Sachen, die man kaufen kann. Nach neuen Waren fragen. Das machen wir. Wenn du nicht das findest, was du möchtest, schau später wieder vorbei. Unser Angebot wechselt ein paar Mal pro Tag. Okay. Gut. Sie hat immer noch nichts drin. Schade, schade. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn die jetzt noch was drin gehabt hätte. Wollen wir mal hier ein bisschen so laufen gehen? Guck mal, da kannst du noch was graben. Komm, wir laufen mal hier noch ein bisschen. Noch ein bisschen erkunden. Oh, was hat's denn hier? Ein Schachtisch. Sehr schön. Wunderbar. Also wie gesagt, ich war schon ewig nicht mehr hin hier, um mal hier was wieder durchzuspielen. Und ja, es ist doch ganz interessant, hier mal wieder vorbeizugehen. Ah, da geht es nicht weiter. Okay. Ja. Da waren wir schon. Kommen wir hier noch ein bisschen hoch. Da ist unser Haus. Ich meine, da können wir auch noch graben. Ja, dann gucken wir mal hier lang. Da waren wir auch schon. Da kommen wir nicht weiter hoch, ne? Ah, da ist das da. Da kann man nichts anklicken. Das ist echt blöd. Da hat so viele Bäume. Da wäre bestimmt was dabei gewesen. Ja, und jetzt ist es so dunkel. Das sieht man jetzt wieder rein. Gar nichts, da geht's auch nicht weiter. Mensch. Geht's denn da nicht weiter? Das kann man nicht. Ja. Gibt's nichts. Oh, da glitzert was. Was war das? War da nichts, was glitzert? Ach, das waren die. Okay. Alles klar, alles klar. Oh, da kann man laufen, da kann man angeln. Da steht ein Tisch. Okay. Oh. Moment, jetzt muss ich mal Pause machen. Das soll ein Chamäleon oder sowas sein, oder? Was? Okay, aber da geht's auch nicht weiter. Da hat es zwar Boote, aber das war's dann. Okay. So. Oh, nee. Enya? Ah, Enya ist oben bei ihrem Haus. Okay, ja, dann mach mal. Was hat's denn hier noch? Oh, schaut mal, wir haben Archäologietisch. Das ist doch mal praktisch. Das verkaufen wir. Dann haben wir schon mal 30 Simoleons wiedergewonnen. Oh, sehr schön. Und 60. Okay, dann würde ich sagen. Kannte noch gar nichts machen. Nö, kannte nur in die Welt platzieren. Oh, das ist aber jetzt blöd. Ich glaube, da müssen wir tatsächlich erst noch ein bisschen mehr machen. Bitte Fernsehen. Wie sieht's denn aus? Oh, da war sogar schon mal ein Vorbesitzer da mit Hund und so. Cool. Süße, was hast du denn? Glücksgefühl. Also, hier ist irgendwie schwindelig. Und ich kann echt nichts machen. Warum ist hier schwindelig? Oh, was guckst denn du? Guckst du die Mumie an? Sieht gerade so aus, ne? Oh ja, dann ist da drin. Die lacht. Ach ja. So. Wie wäre es, wenn du jetzt mal ausschaltest und dann gehen wir mal eine Runde schlafen? Hm? Geh mal schlafen. Und am nächsten Tag gehen wir dann los und werden mal ein bisschen den Dschungel durchforschen.
So, unsere Enya ist aufgestanden. Ich lasse sie jetzt mal Eier mit Toast machen und ich habe gesehen, wir müssen unsere Rechnung zahlen. Ja. Das wird sie dann auch erledigen. Und sie wird sich mal was anziehen. So. Genau, Eier mit Toast und dann ist das mal, ist das jetzt eine Portion? Eier und Toast essen. Bitte schön, genau. Okay, schön, schön. Wir haben was verkauft gehabt und haben dann Nachricht bekommen. Gut, gut, gut. Also wir haben zwei Avocados, nur zwei. Man nennt mehrere Bäume abgeerntet. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, liebe Enya, aufräumen. Ja, muss sein, muss sein, muss sein. Und dann gehen wir noch mal da runter. Oh, hier können sie noch mal graben. Genau, das macht sie fertig. Die Rechnung haben wir bezahlt. Und dann müssen wir, glaube ich, hier runter. Gell? Ja, da waren wir. So, da kann man auch wieder was kaufen. Was hat der? Wir nehmen. Oh, nee, halt. Hier. Wir handeln mit ihm. Wir nehmen uns da auf alle Fälle noch was mit, würde ich jetzt sagen. Und mal schauen, ob das funktioniert mit dem Handeln. Oh ja, da sind wir genau richtig. Enya? Ja, komm, mach fertig. Das verkaufen wir gleich. 500 Simoleons. Sehr schön. Okay, dann kaufen wir. Echt jetzt? Ist der weg? Der blöd oder was? Wo ist der jetzt hin? Ich wollte doch die Machete. Okay, dann kaufen wir zwei von dem und dann kaufen wir mal alle davon. Und noch eins davon. Dieses Duschen in der Flasche ist eigentlich ganz praktisch. Oh, mit der haben wir gar nicht gehandelt. Der ist einfach weg. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich das zu teuer gekauft. Okay. Also gut. Aber ich kann mich noch erinnern, dass das mit dem immer so eine Sache war. Und der ist einfach weg. Also sie hat auch nichts im Inventar und da ist auch nichts im Inventar. Okay, aber ich würde sagen, fünf Macheten, das reicht mal. Und acht Sachen zum Duschen finde ich auch okay. Dann könnten wir Forschungszubehör kaufen. Was ist Forschungs? Noch neuen Wagen, Tisch. Was ist Forschungszubehör? Da schauen wir jetzt mal nach. So. Ah, da schau an. Da gibt's Zelt und eine Kühlbox. Okay. Also für die Hundis brauche ich jetzt nichts, weil wir haben kein Haustier. Aber ich würde sagen, wir leisten uns. Nee, ich will nicht so ein großes Zelt. Ich will so ein Zelt. Wir nehmen dieses Zelt, das reicht. Ich brauche nicht so ein großes. Eine Geige brauche ich auch nicht. Einen Tisch brauche ich auch nicht. Was nehmen wir uns denn jetzt noch mit? Liebe kennt keine Grenzen. Ein Feuer? Nee, wir haben doch was zum Essen dabei. Einen Stuhl brauchen wir auch nicht. So ein Tisch? Nö, den kaufen wir uns irgendwann mal so. Bei uns haben wir ja was. Okay, wir nehmen das. Gut, könnten wir hier vielleicht noch kurz auf die Toilette gehen? Hallo? Ach so, da müssten wir hinreißen. Okay, ich glaube, da draußen war irgendwo eine Toilette. Irgendwo haben wir eine gesehen. Sag mal, wir sind da vorhin an der Toilette vorbeigekommen. Hier war sie. Dann
Geh doch mal die Toilette noch mal besuchen, bitte. Ja, es regnet. Duschen. Im Regen spielen. Okay. Na dann. Sie hat ihre Sachen weg und geht jetzt nach Hause. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir graben jetzt noch mal das letzte Mal hier was aus. Kochbananen noch mal ernten und ja, ich denke, mit diesem Mal wird es noch nichts, dass wir da in den Dschungel gehen. Wir ernten jetzt einfach mal die Sachen noch ein bisschen aus und werden hier dann noch mal hier ausgraben. Ja. So, mit diesem Bild verabschiede ich mich. Ich hoffe, ihr schaut auch das nächste Mal rein, denn wir müssen unbedingt noch diesen Baum dieser Emotionen finden und dazu geht es wirklich in der nächsten Folge dann mitten rein in den Dschungel. Wir werden mal gucken, ob wir einen Tempel oder irgendwas finden. Auf jeden Fall auf dem Weg dorthin wird es ja wohl irgendwelche Bäume geben, die wir dann noch abernten können. Ja, wie gesagt, das habe ich schon am Anfang gesagt, ich werde euch den Kanal von der Liebe Elfe vom Meer verlinken. Und auch das Video, wo ihr die Regel findet. Steht alles unten dann in der Videobeschreibung drin. Des Weiteren findet ihr auch ganz viele Links von der YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays. Da sind ganz viele dabei bei dieser Sims-YouTuber-Community mit Herz. Schaut einfach bei ihnen auf dem Kanal vorbei. Die machen auch wahnsinnig tolle Let's Plays. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Tschüss!